Willkommen zu Kalles Halbzeit in Verlies, ihr Amateure. Hallo und herzlich willkommen bei Kalles Halbzeit im Verlies, die ultimative Amateurfußballsendung bei Hamburg 1. Heute sind wir etwas steriler, weil aufgrund der ganzen Corona-Verordnung in Hamburg haben wir natürlich keine Zuschauer. Aber es wird nicht weniger interessant, zusammen mit meinem Co-Moderator Niklas Heiden. Moin, Kalle. Freuen wir uns auf spannende Gäste, denn wir haben heute unter anderem die ultimative Nummer 1, Harry Beere der Bundesliga mit dem Spielerpass 001. Ebenfalls beehren wird uns der Trainer von Ham United, Sidney Marshall. Der war diese Saison auch schon die Nummer 1, allerdings nur in der Oberliga Hamburg. Und wir haben natürlich eine Hamburger Kultfigur, nämlich Lotto King Karl. Doch bevor wir starten, einmal aus aktuellem Anlass. In der vergangenen Woche hat der Hamburger Fußballverband seinen Spielbetrieb eingestellt, was natürlich auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Wir schauen jetzt erst einmal drauf, was ist der aktuelle Stand. Ja, es ist generell verboten, selbst zu trainieren, auch in kleinen Gruppen. Das heißt, außer Individualsport wie Joggen oder irgendwas, darf gar kein Sport betrieben werden. Das heißt, jegliche Vereinsaktivität auf den Sportplätzen ist bis Ende November verboten. Und wir begrüßen jetzt ganz herzlich bei uns im Verlies Harry Beere. Mein lieber Harry. Herzlich willkommen. Bitte nimm Platz. Alles klar, ich bin gerne hier. Freut uns. Da fährst du mal zu Hause. Harry, meine erste Frage logischerweise. Du bist die ultimative Nummer 1 in der Bundesliga, Lizenzspieler. Dein Spielerpass trägt 001. Erzähl uns ganz kurz, wie es dazu kam. Ja, dem HSV ging es damals ja noch gut. Und der HSV hat als erster Club gemeldet, Lizenz beantragt. Und da war ich dann alphabetisch mit B weit vorne und habe ich den blinden Seeler mal hinter mir gelassen. Und Uwe. Du hast ja nun wirklich viele Jahre für den HSV gespielt und Anfang der 60er Jahre vom damaligen Bundestrainer Sepp Herberger wurdest du auch mal in die Nationalmannschaft berufen. Erzähl mal, wie es dazu kam. Mehrmals. Ich habe viele persönliche Schreiben. Ich bin so ein Nostalgiker immer noch. Ich habe diese Schreiben vom Seppel. Ich hatte nur das Pech, überwiegend. Malmann, da waren dann 5 seiner Studenten, Jürgen Werner, Klaus Stürmer, Gerd Kruch und so weiter. Der hat meine Länderspiele, die Einladung abgesagt, nach dem Motto, Harry, ich hab schon abgesagt, brauchst nicht mehr hin. Ne? Wir waren ja kleine Jungs damals. Ja. Ich kam ja war richtig Amateur. 59, 60 dazu. Und damit musste sie leben. Aber ich habe ihm das im späteren Leben, habe ich ihm das ganz schön... Habe ich ihn ganz schön Maß genommen zum aus Teil. Aus Butterbrot geschmiert. Ja. Gut. So war es früher, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist eine ganz andere Zeit. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass du heute hier bist in unserer Sendung. Und ich glaube schon, dass wir auch Aktuelles ansprechen können. Und dafür ist nur Niklas zuständig, unser Experte. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon bei den aktuellen Themen sind. Wir reden immer viel davon, der Fußball hat sich in den letzten Jahrzehnten so viel verändert. Es ist alles nicht nur viel schneller geworden, sondern auch ganz anders. Nun haben Sie ja den besten Einblick. Sie haben jetzt beide Zeiten erlebt. Auf der einen Seite als Spieler und jetzt einmal abseits des Platzes. Was würden Sie sagen? Würden Sie lieber damals Spieler sein oder lieber heute? Also ein kleiner Einwurf noch, nicht abseits des Platzes, sondern es gibt ja keinen ehemaligen Bundesligaspieler, der so viel Position in einem Verein hatte wie beim HSV. Mhm. Ich bin auch erst kurz bei dem Club dabei, seit 64 Jahren Ehrenmitglied. Und wenn ich auf die Frage eingehe, kann ich nur sagen, Sie haben recht, der Fußball ist athletischer geworden. Natürlich spielt das Geld natürlich die große Rolle. Ich muss im Vergleich, wenn wir über Geld reden, wenn ich mir vorstelle, ein Uwe Seeler, der hatte 65, als Europacup gespielt, 90.000. Ich kann heute drüber reden und das war bei ihm ja, das ist ein ehrlicher Mensch, auch finanzamttechnisch alles ordentlich abgewickelt. Da hatte ich 68.000, wenn man sich das mal vorstellt. 65. Das war netto fast 4.000. Netto, da kostet den VW 4.000, eine Cola und Groschen, Brötchen 5 Pfennig, Grundstück in Niendorf 10, D-Mark habe ich leider zu wenig gekauft. Da, wenn Sie sich vorstellen, ein Uwe Seeler würde heute 20, 25 Millionen, der wird bei Bayern München gespielt haben. Und ich hätte auch 5, 6, 7. Ja, ist das so, die Zeit ändert sich. Aber mir ging es nicht schlecht. Ich war dann nach 30 Jahren mittelständischer Unternehmer, war auch nicht schlecht.
Das war der Vorteil. Genau, du hast für diesen Zeichner Janssen die Lithografien gedruckt, glaube ich, ne? Ich bin nicht nur das, ich habe eine der größten Horst Janssen Sammlungen. Ich war persönlicher Freund von ihm, mit 100 Wasser, Fuchs und all dem. Nun haben wir eben schon über den HSV gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich auch bei Ihnen wie bei uns, Uwe, ein inzwischen eher leidiges Thema, weil es ja doch eher mit Frust verbunden ist als mit Freude in den letzten Jahren. Nun sieht es aber in diesem Jahr ja tatsächlich mal ganz gut aus. 5 Spiele, 5 Siege, das gab es noch nie. Ja gut, wir sind jetzt im 3. Jahr 2. Liga, man darf das nicht vergessen. Ja, inzwischen muss man sich ja fast schon darüber freuen als Anhänger des HSV. Was glauben Sie denn? Haben Sie denn das Gefühl, dieses Jahr kann es denn wirklich mal klappen? Also zum einen hatten wir das Gefühl ja auch schon mal in den letzten 2 Jahren im Start. Leider sind wir im letzten Jahr natürlich, ich persönlich, nicht nur ich, auch Uwe, groß enttäuscht worden. Wenn man sich vorstellt, in den letzten 2 Spielen brauchten wir 1 Punkt. Das macht dem HSV 30 Millionen. Also ich war mal Rechnungsprüfer, ich war auch Vizepräsident, ich weiß, mit den Zahlen umzugehen. Wobei ich muss sagen, das gefällt mir heute. Einmal hat der Bolt einen schönen Job gemacht, wenn man sich vorstellt, ohne viel Geld. Ne? Eine gute Truppe. Dann an den Ulreich und so weiter, wenn man da denkt. Und den Haier jetzt für, der teuerste war, glaube ich, 1,5 Millionen, wenn überhaupt. Und der Trainer macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Sie spielen eigentlich ein viel besseren Ball jetzt, nicht mehr so hektisch, die liegen 1-0 hinten, letztes Spiel, kommen raus aus der Gewinn und dominieren das Spiel. Und mir scheint, das Ganze scheint auch intern sehr gut zu sein. Ich halte sehr viel von dem Trainer, ich habe mich seinerzeit mal erkundigt, weil ich habe immer noch gute Freunde, auch in Osnabrück, die waren alle top begeistert von ihm, ruhiger, sachlicher Mann, kein Spinner. Was er sagt, ist, kann man sich gut anhören, die Spieler sind nicht überbildet und man merkte eine sehr positive Stimmung. Aber wir müssen abwarten. So ein langer Weg. Wir haben das Glück, dass Fortuna und so weiter noch nicht so und naja, die, wie heißen die noch? Entschuldige, habe ich vergessen. Paderborn. Noch nicht so munter sind, aber ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr. Das klingt sehr optimistisch. Ja. Ich denke mal, das würde sich jeder HSV-Fan würde sich das freuen. Nun dreht sich unsere Sendung ja auch hauptsächlich um Amateurfußball und obwohl Sie eine bewegende HSV-Karriere oder Profikarriere hinter sich haben, haben Sie ja auch tatsächlich im Hamburger Amateurfußball gespielt. Und zwar zwischen 1967 und 1970 beim HSV Barmbek Uhlenhorst. Nee, das war anders. Amateure habe ich schon 68, ich bin ja, wie gesagt, 66 Jahre, 64 Jahre HSV-Mitglied, bin ich 56 gekommen, dann habe ich ein Jahr A-Jugend gespielt. Und ein der Amateure war aber schon parallel bei der Lizenzspielermannschaft bzw. Vertragsspielermannschaft. Von 60 bis 63 war der Vertragsspielertum noch, da war ich ja auch dabei. Das heißt, und ich gehöre noch zur letzten Truppe 1960, wo Hamburg im deutschen Länderpokal Sieger wurde. Applaus. Ja, kein Publikum, darum gibt es das von mir. Aber zwischen 67 und 70 haben Sie bei BU gespielt. Ja, das ist richtig. Das war nach dem HSV. Ja. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da waren ja einige HSVer, dann Helmut Sandmann, Willi Giesemann, der Boss war seinerzeit Hermann Sanne, war ein ganz toller Typ. Hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt, dass Sie auch wieder oben so ein bisschen dran sind, die Jungs, mit dem schönen Stadion, was Sie da haben. Also ich bin nach wie vor gut im Thema. Ich interessiere mich natürlich auch sehr über Michael und seine Jungs, die natürlich ein bisschen feige sind, beziehungsweise er als Vorstand, er will ja gar nicht aufsteigen, weil er klug ist. Wir reden von TuS Tassendorf, muss kurz erklären werden. TuS Tassendorf, genau. Weil ich kenne seinen Vater persönlich ja schon über Jahre, 20, 25 Jahre. Und ich bin immer der Mahner, auch bei seinem Vater, und sage, pass auf, dass der Michael nicht zu viel will. Das heißt, aufsteigen, die Touren, das kostet ja richtig Geld und so weiter. Aber ich glaube, er ist vernünftig. Ja. Sehr vernünftig. Also hat er nun schon einige Meisterschaften geholt und hat es bisher immer ausgeschlagen, ja, die Möglichkeit aufzusteigen. Aber wenn Sie gerade erzählen, Sie verfolgen Dassendorf, Sie verfolgen BU, verfolgen Sie dann bis heute den Hamburger Amateurfußball? Eigentlich schon. Also ich nehme für mich in Anspruch, ich kenne ja nach wie vor auch sehr viele. Viktoria zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel für mich. St. Pauli, HSV. Ich war immer im Amateurthema tätig, seltsamerweise. Ja.
Nicht seltsamerweise, das hat mir immer Spaß gemacht, weil das war ja eine, die Basis, die war anders damals. Wenn man damals Länderpokal Hamburg gespielt hat oder Nordauswahl und überall diese Spiele, da wurde man bei ein anderes Sichtungssystem als heute. Heute sind die Fußballschulen und dies, das und jenes, da kann man drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber hängt ja alles auf mit viel, viel Geld zusammen. Aber wie gesagt, sprechen wir drüber, die Zeit hat sich auch stark verändert. Nicht nur zum Positiven. Wenn wir auf Geld kommen, muss ich Ihnen sagen, das gefällt mir nicht. Das gefällt auch, oder das ist auch nicht gut für die Jungs. Ich kenne das auch mit so viel Geld, was in Aussicht stehen oder hier und denken schon so an die es gibt ja so viele, Millionen. Ja, es gibt ja so viele Beispiele, auch rückwärts, bei Jungs, wo man nicht, Gott sei Dank nicht drüber spricht, die ja auch sehr viel gute Freunde dann hatten, die mit dem Geld auch vernünftig, unvernünftig umgegangen sind. Aber dieses ganze Geld ist überzogen. Nur ich habe vor Jahren mal einen Bericht in der Süddeutschen gemacht, habe ich mich beschwert. Sportbild macht ja immer eine Party, war man ja auch immer eingeladen mit Uwe und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich treffe da keinen Fußballer. Das sind nur Vermarkter, Spielervermittler und. Ich sagte, ich habe da ein Beispiel genannt, wie die Motten zum Licht. Ja. Es gibt ja keine Branche, wo man so schnell in den Blickpunkt kommt und so schnell so viel Geld verdient. Ja. Nicht? Dadurch ist das Ganze natürlich voll in die Luft gehoben und explodiert. Wenn man das heute sieht, das ist ja nicht normal. Ich gebe dir da teilweise wirklich recht, aber wir haben glücklicherweise in unseren letzten Sendungen verschiedene Spieler gehabt, die dir wirklich das Herz erblühen lassen würden, die genau das gemacht haben, was ihr früher gemacht habt, die spielen für den Fußball. Das sind Amateure mit Herz und Seele, spielen für ihren Verein, für ihre Mannschaft und leben da drin. Dass sie ein bisschen Geld bekommen, okay, aber die sind vernünftige Leute gewesen, die nicht von der großen Karriere träumten, sondern sich auch vernünftig eingeschätzt haben, sagen, okay, also für die erste Liga reicht es nicht, aber wir spielen eben, also wir haben gerade in den letzten Sendungen vor zwei, drei Monaten mehrmals Spieler gehabt, wo wir wirklich, also die Leute zwischendurch applaudiert haben, weil sie so eine wirklich Amateur noch saubere Jungs, ganz positive Amateureinstellung hatten. Also muss man sagen, es gibt das, die Leute, ne? Aber du hast schon recht, dass viele nach oben schielen und dann kommen dann die Spieler beraten und was weiß ich und dann bringt es nicht mehr so viel Spaß. Ja, man hat ja da auch Dinge erlebt. Fußball ist doch eigentlich eine traumhafte Sache, den Sport oder jungen Leuten und dies, das und jenes. Aber viele, ich will mal keine Namen nennen, die haben ja dann auch Amateurfußball gespielt, haben 4.000, 5.000, 6.000 D-Mark verdient noch oder auch heute 3.000, 4.000 Euro, gibt es ja. Nicht? Gibt es ja. Naja, logisch. So, dann fahren sie große Autos, vernachlässigen ihren Beruf und lassen das 10 Jahre laufen, dann stehen sie da. Ich kenne einige Fälle, weil das ist eben die Problematik dessen. Ne? Und Fußball ist ja die... Es gab ja auch selbst im Profibereich dann viele Fußballer, die nach einem Battlestab gingen. So ist es. Ne? Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Es war zwar eine kurze Episode, aber für mich eine wirklich sehr, sehr angenehme, weil ich wirklich stolz darauf bin, dich in unserer Sendung gehabt zu haben. Und wir freuen uns und wünschen weiterhin viel Glück, Gesundheit. Du bist, glaube ich, 79 schon. Erinnere mich bitte nicht. Stolzes Alter, also immer noch fit alles, die ganze Geschichte. Wir sehen uns auch regelmäßig im Stadion, im Augenblick ja nicht, aber ansonsten immer. Also Harry ist voll am Ball und recht, recht herzlichen Dank, dass du hier warst. Und wir haben natürlich jetzt... weil wir haben hier eine tolle Kaffeeröstung, die wird speziell für uns gemacht. Unter anderem, ja. Das ist einmal Domino Espresso und Derby-Sieger. Und weil wir dir die Wahl der Qual ersparen möchten, schenken wir dir die beide und hoffen, dass deine Frau dir den Kaffee gut aufbrüht. Mein lieber Harry, recht herzlichen Dank. Schönen Dank, alles klar. Dankeschön. Zurück zum Hamburger Amateurfußball. Dort gibt es nämlich jemanden, der doch relativ überraschend in der Oberliga Hamburg auf Platz 1 stand zu Beginn der Saison. Und wir schauen jetzt einfach mal vorbei bei Sydney Marshall und Ham United. Wir spielen jetzt auf Ballbesitz. Wenn ich eine Farbe sage, grün, wo könnt ihr dann Tore schießen? Auf grün, genau. Also ihr habt zwei Tore, wo ihr Tore schießen könnt. Okay?
Ruhige und klare Anweisungen. Auf den ersten Blick ist Sidney Marshall das brasilianische Temperament nicht wirklich anzumerken. Mit seiner Art ist es dem Trainer von Oberligist Ham United innerhalb weniger Wochen gelungen, aus einem neu zusammengewürfelten Kader eine Einheit zu bilden. Dementsprechend finden die Spieler für ihren Trainer nur lobende Worte. Sidney ist fußballverrückt, er ist halt kommunikativer Trainer und auch ein gewisser Kumpeltyp, aber mit einer gewissen Distanz. Und ich glaube, das bekommt er sehr gut hin, weil er hat einfach Bock auf Fußball, das merkt man. Seine offene Einstellung oder sein offenes Dasein hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass sich auch jeder einfach wohlfühlt in dieser Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch für jeden Spieler sehr wichtig. Auch außerhalb des Platzes steht für den 40-Jährigen das United an oberster Stelle, wenn auch dieser Tage unter bestimmten Voraussetzungen. Wir hatten halt einen Mannschaftsabend halt bei ihm zu Hause, da kam er halt auch immer schön die Maske gezeigt, so Jungs, Maske, Sicherheitsabstand, und wir hatten eine lustige Party trotz der ganzen Auflagen. Weil da unser Trainer ja auch Rodizio macht, ist es ja halt immer eine gute Situation, halt, dass wir bei ihm meistens halt Mannschaftsabend machen können, und da halt, wie ich schon gesagt habe, der Coach auch so ein Kumpeltyp ist, es ist immer ein Willkommen halt bei ihm Mannschaftsabend zu machen. Und ja, das bringt sehr viel Spaß. Und wir haben schon gute Trinker bei einem Club, deswegen umso besser ist es auch. Sportlich ist den Geächteten mit 10 Punkten aus den ersten 6 Spielen der Saisonstart bis zum Corona-bedingten Abbruch gelungen. Und das, obwohl United für viele Experten als Abstiegskandidat gehandelt worden ist. Wie es nun für Sidney Marshall und Ham United weitergehen wird, bleibt vorerst ungewiss. Und genau darüber werden wir mit ihm jetzt sprechen. Wir begrüßen recht herzlich Sidney Marshall. Hallo Sidney, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, und wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Der Ball ruht, der Hamburger Fußballverband hat bis auf Weiteres seinen Spielbetrieb unterbrochen in allen Spielklassen. Das betrifft nicht nur euch als Oberligist im Herrenbereich, sondern auch alle G, E und Fußballkindergarten. Also alles Mögliche, was so geht. Wie sehr blutet dir das Herz? Ja, sehr. Als Fußballer will man ja immer Fußball spielen. Aber es hat mir ja auch schon sehen kommen, dass es dann jetzt so schnell passiert ist, das wundert mich schon. Mhm. Aber wir haben auch heute das Training ausfallen lassen und mal gucken, wann es dann weitergeht. Ja. Das ist, glaube ich, die große Frage, die uns alle im Moment bewegt. Für unsere Zuschauer einmal zur Einordnung, warum der Hamburger Fußballverband seine Ligen jetzt unterbrochen hat. Das hängt mit dem Kreis Pinneberg zusammen. Dort gibt es eine neue Corona-Verordnung, die besagt, dass nur noch 9 Spieler und ein Trainer sich zum Fußballspielen treffen dürfen oder generell für Sport. Das bedeutet, dass Fußballspiele nun mal leider nicht mehr möglich sind. Und da es sowohl in der Oberliga Hamburg bei euch als auch in allen anderen Ligen immer wieder Vereine gibt, die aus dem Raum Pinneberg kommen und die dadurch betroffen sind, hat der HV jetzt seinen Spielbetrieb unterbrochen. Ist das für dich nachvollziehbar? Es gab ja durchaus heute den Tag über oder auch die Woche über schon große Kritik an dieser Entscheidung. Ja, ist schwierig zu sagen, weil man weiß es ja nicht, wo man sich anstecken kann oder nicht. Ich glaube, auf dem Fußballplatz ist es eher nicht der Fall. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, ob es Statistiken gibt. Gestern habe ich einen Bericht gesehen, in der Sauna, in der Dusche wird kein Risiko sein, sich anzustecken. Aber ja, ich entscheide das leider nicht. Das stimmt, das entscheiden wir leider alle nicht. Aber kannst du nachvollziehen, dass man den ganzen Spielbetrieb ruhen lässt, sozusagen wegen eines Kreises, also in diesem Fall jetzt wegen dem Kreis Pinneberg? Ja, ich glaube, die wollen halt, dass die Leute ein bisschen zu Hause bleiben. Ne? Also allgemein, weil die Zahlen, die steigen ja ins Unendliche. Und jetzt hat Pinneberg das vorgemacht und alle anderen ziehen nach. Ja. Müssen, glaube ich. Ihr habt ja nun im Sommer einen sehr großen Umbruch vollzogen. Viele Spieler, erfahrene Spieler auch, haben den Verein verlassen. Mit Yassi ist ja auch ein ambitionierter Manager weggewechselt zu ETSV Eisenbahn. Im Nachhinein, wie schwer sind dir diese Abschiede gefallen? Das war ja doch eigentlich so ein bisschen das Gesicht von Ham United. Ja, das ist schon, war schon hart für uns am Anfang. Wir wussten ja gar nicht, wie es tatsächlich weitergeht durch Corona und Sponsoren und alles. Und dann mussten wir tatsächlich einen Cut machen. Mhm. Und dementsprechend sind viele weggefallen. Wir waren letzte Saison die älteste Mannschaft der Liga. Mhm. Und jetzt sind wir, weiß ich nicht, ob wir fast die jüngste sind. Wir haben 16 neue Spieler bekommen und das ist natürlich schon hart, aber dafür machen wir es, glaube ich, ganz, ganz vernünftig.
Und schade, dass sie wechseln, auch Yassi, dass er sich mehr für ETSV entschieden hat, aber alles gut, wir kriegen das schon hin. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, so schwer hat euch der Wegfall ja gar nicht getroffen, denn die ersten vier Spiele, wir haben es eben im Beitrag gesehen, 10 Punkte, das war ja schon sehr ordentlich. Damit hast du wahrscheinlich selber auch nicht gerechnet, oder? Ganz am Anfang, als ich die Jungs verpflichtet habe, nein. Da bin ich ehrlich, aber in der Vorbereitung hat man ja relativ viel Zeit. 8 Wochen oder 9 Wochen haben wir eine Vorbereitung gemacht und da auch 11 Spiele gespielt, Freundschaftsspiele, sowohl Oberligisten als auch Landesligisten, Bezirksligisten, Bremen, Niedersachsen. Wir mussten ja ganz nach Niedersachsen. Und da haben wir schon gesehen, dass wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben und dass wir guten Fußball spielen können. Ja. Mhm. Aber dass es dann so gut läuft, hätten wir auch nicht gedacht, ne? Muss man ehrlich zugeben. Nochmal zu den Spielmodus. Wie stehst du denn dazu, insbesondere zu der Tatsache, dass die jetzt errungenen Punkte später Makulatur sind? Schwierig. Also da können wir, glaube ich, 2-3 Stunden drüber sprechen. Das ist in 2 Minuten abhandeln. Genau. Ich finde es schade, dass man die Punkte nicht mitnehmen darf. Aber so einfach wie diese Saison war es noch nie, Meister zu werden. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Also da hast du. Ist nicht unser Anspruch. Also jetzt wir. Ja, aber. Nun war ja auch euer letztes Spiel, bevor jetzt der Break kam, sozusagen durch den Verband, der unfreiwillige Break, eine Niederlage. Also dieser ganz riesen Sturmlauf ist euch ja dann nicht gelungen. Ihr pendelt euch so langsam ein. Mhm. Ist trotzdem die Meisterrunde was, wo du sagst, das ist schon unser Ziel? Also das wollen wir rein? Gesetzt den Fall, wir spielen irgendwann mal wieder. Ja, also wenn alles normal verlaufen wäre, oder wenn am Anfang haben wir auch gesagt, wir wollen nur nicht absteigen, das ist unser Ziel, das ist ganz klar, mit 16 neuen Spielern und auch, ich habe ja nur Spieler bekommen, die woanders nicht so nicht funktioniert haben. Und wenn man aber schon da oben steht, dann will man natürlich da bleiben. Und für mich ist ganz klar, als Trainer, letzte Saison sind wir 10. geworden, das erste Jahr in der Oberliga. Ich will besser werden als letztes Jahr. Mhm. So. Der 9. wäre natürlich dann. Das wäre bitter in diesem Jahr, ne? Genau, aber das Ziel für mich ist ganz klar unter die S8, ja. Aber man sieht, was für Vereine da deiner Oberliga spielen. Nun gab es aber auch ja bisher die einige Überraschungen. Einige sind, wo man vielleicht gedacht hätte, zum Beispiel so wie Sasel, die sind jetzt nicht so gut gestartet, oder HSV3, die man wahrscheinlich ein bisschen besser eingeschätzt hätte. Und einige haben auch BU als Abstiegskandidat verschrien und die standen zwischenzeitlich sogar mal ganz oben in der Tabelle. So, also ist ja viel möglich dieses Jahr. Dieses Jahr ist richtig viel möglich, ja. Man sieht es ja bei den Spielen, bei den Ergebnissen. Da ist einiges möglich, ja. Wie siehst du denn die Zukunft, sowohl kurzfristig wie auch langfristig, beim Heim United? Ja, da fehlen halt noch viele Strukturen. Ich glaube, der Präsident war auch irgendwann mal hier bei euch vor einem Jahr. Der Verein muss noch viel arbeiten, um in der Oberliga anzukommen. Aber wir geben uns Mühe, wir machen viel mehr, als man machen müsste, alle, weil wir nicht so viele Leute haben. Und mal schauen, in 3-4 Jahren, was aus Ham United geworden ist. Ja. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Mhm. Uns kontinuierlich verbessern. Dir von Herzen. Jetzt habt ihr ja auch wieder bessere Trainingsbedingungen, wo ihr euch das Fruitcake nicht mehr selber bauen müsst. Das stimmt. Seit letzten Montag haben wir wieder. Trainiert ihr wieder an der Slitka-Reihe? An der Slitka-Reihe. Einen halben Platz haben wir dort nur. Aber ist immer besser als nichts zu haben. Ich habe von der Geschichte gehört, dass ihr selber das Flutlicht aufbauen musstet. Ne? Ja, genau. Kannst du uns einmal und für unsere Zuschauer vielleicht einmal erzählen, was es damit auf sich hatte? Ja, wir hatten halt an der Snickerei auf unserem Kunstrasenplatz kein Flutlicht seit März. Das wurde immer verschoben. 4-mal hatten wir einen Termin, dass sie das Flutlicht machen, und das wurde immer verschoben. Und dann hatten wir halt nur den Tribünenweg, den Rasenplatz, wo wir trainieren durften. Aber da wisst ihr ja selber, irgendwann ist es ja früher dunkel und da gibt es kein Flutlicht. Mhm. Und dann haben wir halt von den Huskies 2 Flutlichtmasten, die man hochschraubt, die auf der Baustelle eigentlich stehen. Mhm. Und mit Diesel, ich bin immer losgefahren, habe Diesel gekauft. Und und damit haben wir dann. Das ist Amateurfußball. Ja. Ein Drittel des Platzes, weil 2 Masten kannst halt nicht viel sehen. Ne? Mhm. Aber der Torwart meinte auch, das ist ein gutes Training, weil man sieht kaum was. Und wenn es dann hell ist, dann sieht man besser.
waren halt keine anderen Bedingungen da. Ja. Nee, aber umso besser, dass ihr jetzt wieder ein vernünftiges Flutlicht habt und wir drücken die Daumen, dass ihr dann auch bald wieder spielen dürft. Ich hoffe es. Oder wir alle wieder. So, und auch für dich vom haben Fußball wir begeistert werden können. Genau, auch für dich haben wir zwei unserer auserlesenen Kaffeesorten von St. Pauli Coffee. Und zwar den Derby-Sieger und Domina Espresso. Domina. Damit dir die Wahl der Qual nicht schwerfällt, bekommst du beide. Ach, okay, an deine super. Frau. Dankeschön. Gib die Schuld immer mir. Super. Okay? Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank, Sidney, dass du gekommen bist, und wir wünschen dir viel Erfolg und dranbleiben. Okay? Werde ich machen. Wir drücken alle Danke Daumen. Dir. Ne? Danke. Okay. Danke. Traumtore, Fehltritte und kuriose Szenen. Das seht ihr jetzt in der Rubrik Kalles Kick des Monats. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Das Spiel ist nach dem Vernehmen nach durch. Und dann gab es noch was fürs Auge. Nils Brüning, 3:0 und was für ein Ding. Holt einen 25-Meter-Hammer aus dem rechten Fuß und überwindet den finnischen U19-Nationalkeeper Julius Schmitz in der schönstmöglichen Art und Weise. Vom SV Krupunda Lohkamp noch nicht viel zu sehen, bis zur 29. Spielminute. Nemanja Vejnovic, serbischer Ex-Profi, kam aus der zweiten bosnischen Liga und fasst sich hier einfach mal ein Herz, absolutes Traumtor. Eckball Dassendorf, getreten durch Möller. Schlecht geklärt, Strömer. Harnik! Es ist unfassbar! Martin Harnik mit einem Traumtor zum Einstand. Genial mit der Hacke gemacht, der Österreicher steht nicht im Abseits. Illich hebt es ganz klar auf. Genau so hat er sich das vorgestellt. Dassendorf nach 54 Minuten in Front durch einen grinsenden Martin Hahn. Mehr Highlights aus Hamburgs Amateurfußballszene gibt es im Internet auf kick.tv. Und nach einer kurzen Pause begrüßen wir den Unvergleichlichen, den Absoluten, den Schnellsprecher Lotto King Karl. Also dranbleiben. Okay, zurück aus der Werbung. Freue ich mich, meinen Freund Lotto begrüßen zu dürfen. Lotto King Karl, Hamburgs Kultfigur schlechthin, Musiker, Allrounder, Moderator. Und mit dir haben wir heute den zweiten Gast in der Sendung neben Harry Bäre, der auch eine gewisse Verbindung zum Hamburger Barmbek-Ulnerost-Verein hat, BU. Erzähl ganz kurz. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Tatsächlich ist es so, dass BU somit das erste war, was ich beim Fußball gesehen habe. Das war auch die Zeit, in der Harry da gespielt hat. Klassiker, mit Eltern Spaziergang gemacht, oh, das Fußballspiel mal geguckt und dann am Zaun und dann da gestanden und das natürlich ganz toll gefunden und das hat auch mein Interesse für Fußball geweckt und das erste Mal einen großen Platz gesehen und so. Du warst aber auch dabei, glaube ich, als das alte Stadion hier entweiht wurde und du hast, um es mal so entweihen zu sagen. Entweihen ist in diesem Ort vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Naja, wir haben Altar, wir haben alles. Ja, eben, passt. Aber ja, erzähl mal kurz, was ging ab? Wir haben gespielt mit meiner Band, also in der kleinen Besetzung zu viert und haben, waren in einem LKW unter der Plane. Niemand wusste das, das war Überraschung. Das war ein Spiel gegen Altona 93, den großen Rivalen. Gab es dann noch ein Spiel und dann ganz, als alle dachten, es ist vorbei, fährt der LKW aufs Feld und wir waren drin. Und dann haben wir gespielt. Das Witzige war, dass die beiden Jungs, die uns da auf den Platz gefahren haben, ich glaube vorher 3 oder 4 Tage nonstop in Wacken waren. Und wenn du das aufbaust auf einer Plane, dann wackelt das ganz schön, also hinten auf der Pritsche. Mhm. Und wir saßen dann da alle so und die sind auch mit ordentlich Schwung auf dem Platz. Und ihr seid von den Hockern gefallen. Ja, das war nicht, ja, Schlachte und so, das darf ja nicht umfallen. Das ist alles im Mikrofonier und so, alles verdrahtet. Also es war sehr lustig und dann haben wir tatsächlich auch, als wiederum alle dachten, jetzt ist es vorbei, weil unsere Konzerte ja normalerweise mit Hamburg meine Perle enden, haben wir ganz zum Schluss aber noch gespielt, mein letztes Geld gebe ich für Fußball aus. Und am Tag danach haben wir bei der Saisoneröffnung beim HSV gespielt, dann vor wesentlich mehr Leuten. Ja.
Und da waren wir eigentlich auch fast fertig. Und brüllt plötzlich vorne links an der Bühne, ey, über letztes Game wie Fußball aus. Da wollte ich das auch nochmal hören. Ja, also das cool. War doch großer Austausch der Fans. Oder? Man muss natürlich sagen, Lotte ist eine der, ja, ohne Wenn und Aber, der größten Live-Künstler der letzten Jahre. Denn er war ja Stadionsprecher beim HSV jahrelang. Und hat immer zusammen mit seinem Freund Pavel die Eröffnungsgespielt, Hamburg meine Perle, was im Grunde eigentlich das heimliche Nationallied oder Hamburglied ist hier. Ne? Und also, das jede zweite Woche vor 56.000 Leute. Das kann nicht jeder Künstler von sich sagen. Ja, die Stones schaffen das. Ne? Ja, aber nicht jede Woche, nicht jede zweite Woche. Nee, solange tun nicht, ne? Mal die. Solange ist nicht mal die Abschiedstournee der Stones. Wir waren ja, das ist cool, denn hier. So, aber wie gesagt, wir haben schon kurz angesprochen, neben BU schlägt dein Herz ja auch für den HSV. Ja. Und es ist schön, dass es überhaupt noch schlägt, aber wer ein Herz hat für den HSV, der schlägt auch mehr. Klar, es ist eine ganz einfache Sache. Es ist ja besser, es gemacht zu haben, als es nicht gemacht zu haben. Ja, das ist so wie, das ist wie so eine Ehe. So. Wenn man sagt, so, wenn man sich entscheiden lässt, denkt man sich so, oh, hätte ich vielleicht gar nicht heiraten sollen. In diesem Fall muss ich sagen, war gut, dass ich es gemacht habe. Freut mich, prima. Mal eine ganz andere Frage, muss man ja auch mal ansprechen, denn das ist ja ein Stück Hamburger Geschichte, der einen anderen Namen haben soll, als er den hat. Also erstmal muss man den HSV da komplett raushalten, weil der HSV, wenn einer mit dem Ausweis kommt und mit einer Meldebescheinigung, irgendwann ist auch Schluss, ja, dann ist das der Spieler. Ich finde, die Geschichte ist natürlich eine wunderbar romantische Geschichte, wie der hergekommen ist. Der ist ja toll, das findet jeder Fußballfan super. Das ist ein Roman. Und wir sind ja alle keine Richter und keine Staatsanwälte, wissen es nicht. Ich fand die Aussage, die Thune als Trainer von Osnabrück noch gemacht hat, dass man nicht, nachdem man ein Spiel verloren hat, versuchen soll, auf der... Nee, das ist richtig. Also das ist Quatsch. Identität eines Spielers irgendwie noch, dass es irgendwie uncool ist. So sehe ich das auch. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also das finde ich auch nicht, dass man jetzt eine Niederlage daran festmachen sollte. Naja, man muss die Vereine schon ein bisschen verstehen. Sie haben auch ihre Aufgaben, das so gut wie möglich zu machen. Aber vielmehr geht es eigentlich darum, dass ja so viele sachliche Fakten, man erzählt ja viel, kann ich ja selber, dass man über den einen das andere sieht. Aber es sind ja, wenn es einer weiß, dann du. Also du solltest die Frage beantworten, nicht aber, ja. Aber es ist ja so, ganz einfach, weißt du, wenn jemand sich meldet und hier kommt an nach Deutschland und meldet sich und gibt als E-Mail-Adresse den Namen eines Spielers an, also die E-Mail-Adresse, ne, der angeblich nicht ist, ne? Dann kann man da mal nachfragen, finde ich. Gut, aber ich kenne auch so viele Leute, die im Laufe der letzten Jahre irgendwann mal eine E-Mail-Adresse hatten mit Playboy69@hotbunny. Ja, gut, irgendwas. Aber, also die hießen ja auch nicht wirklich aber so. Kalle, ich weiß, was du meinst, ne? Aber es ist so, wir können es nicht beurteilen. Okay, wir wollen es ja nicht festmachen. Nur ist es ein Thema und ich spreche ja gerne heiße Themen an. Ich weiß. Das ja auch mal ansprechen und mit jemandem, weil du kennst ja auch wirklich, also wenn jemand außerhalb der Trainer den HSV oder die Mannschaft über die letzten Jahre kennt, dann bist du es. Du hast einen ganz, ganz dichten Draht zu einem Spieler auch immer gehabt. Mal mehr, mal weniger. Früher, aber du warst immer. Aber tatsächlich zu mit Jatta habe ich mich, als er neu war, ein paar Mal unterhalten, weil das ein sehr netter Kerl ist. Ich finde ihn obergeil. Ich finde ihn auch Spieler gut, wenn andere das anders. Ich finde ihn gut, ich finde ihn auch cool. Und meine Meinung ist nur, hätte er, wenn er es denn nicht ist, wenn er nicht Jatta ist, sondern der andere ist, dann hätte er sagen sollen, mein Gott, ich habe mich angemeldet, wollte nach Deutschland kommen und als elternloser Jugendlicher bekomme ich eher eine Aufenthaltsgenehmigung, dann hätte es vielleicht mal den Finger gegeben, aber hätte spielen können und alles wäre okay. Weil es melden sich ja nahezu alle, die kommen, mit falschen Daten an. Muss man einfach mal sagen, aber, mit Daten, die nicht 100% stimmen. Aber was ich weiß von... Nur jetzt hat er den HSV einfach in eine beschissene Situation gebracht. Also was ich weiß, dass von jemandem, der mit sowas zu tun hat, dass die normalerweise immer am 1. Januar Geburtstag haben. Und er hat ausgerechnet den 6.6. angegeben. Das ominöse Geburtsdatum von Toni Yeboah, 6.6.66, der ja mal zugegeben hat, dass es nicht ganz gestimmt hat. Ich sehe es auch ein bisschen wie du auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen, wir können die Gedanken eines Flüchtlings nicht lesen, weil wir keiner sind, Gott sei Dank, für uns. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, es ist auch so, die Situation ist tatsächlich in dem Moment erst schwierig, in dem zum Beispiel bei einer Ablösesumme das Alter des Spielers eine Rolle spielen würde, weil dann beginnt plötzlich aus der einen kleinen Sache, die dann irgendwo zwischen Verein und Spieler geklärt werden muss, entsteht plötzlich ein Riesenproblem. Man kann es aber auch umgekehrt sehen, dass man sagt, was wäre denn, wenn sich irgendwann herausstellt, dass Zlatan Ibrahimovic 10 Jahre älter ist. Der spielt mit 39 Jahren immer noch super in Mailand. Das wäre den Leuten irgendwann auch scheißegal. Und was ich noch generell dazu sagen muss, und da müssen wir auch mal fair sein und jetzt auch mal diese Flüchtlingsgeschichte außen vor lassen,
wenn dich einer fragt, wann hast du Geburtstag, dann weißt du das, weil man es dir gesagt hat. Aber du weißt es nicht, weil du weißt, das war ein schöner Tag damals. Als ich die Entbindungsstation da, die Ärzte kennengelernt habe. Ich war gleich wütend, weil ich jetzt erst einen auf dem Arsch so habe ich gleich einen Linken rausgeholt. Ja, Linken rausgeholt und so weiter. Danach waren wir aber Kumpels, ich habe eine Milch getrunken, er hat ein Bier genommen. So, das weißt du auch nicht. Ist aber egal, das andere. Aber jetzt, was mir auffiel bei den letzten Spielen, ich war auch bei dem ersten denkwürdigen Spiel, wo nur 1000 Leute zugelassen wurde zum Auftakt des HSV, war ich da gewesen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, positiv überrascht, dass sie wirklich Fußball spielen, besser Fußball spielen, ja, als es vorher. Die hatten ja vorher immer Angst, keine wollte einen Abschluss machen und so. Und jetzt haben sie ja so oft aufs Tor geschossen, wie in der letzten Zweitrunde nicht. Ne? Naja, sie haben natürlich einen riesen Vorteil. Sie haben vorne mit Tirode einen drin, bei dem du weißt, wenn du ihn nur irgendwie in die Box kegelst, dann ist er in der Lage, mit irgendwelchen sehr unkonventionellen Bewegungen ein Tor zu machen. Und das gibt natürlich einer Mannschaft sehr viel Sicherheit. Ja. Ne? Also wenn du immer weißt, dass ein Stürmer erstmal 10 Meter Anlauf braucht oder so, und wir reden hier einfach über zweite Liga, da ist natürlich der Überraschungsmoment mit dem Weltklasse-Trick, der ist eher nicht da zu Hause. Da geht es eher ein bisschen rustikaler zur Sache. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz große Rolle spielt, dass der HSV mit Terodde, aber natürlich auch mit den anderen Stürmern, die sie haben, so ein paar abgezockte Jungs da hat. Mhm. Wo sie auch wissen, das ist schon, das gibt auch der Mannschaft Sicherheit, weil man eben genau weiß, die können auch mit mittelmäßigen Ball mal was anfangen. Und in der zweiten Liga gibt es halt mehr mittelmäßige Bälle als in der ersten Liga. Das ist nur dann wiederum à la longue die Frage, wenn man aufs Alter der Spieler guckt, was ist die Perspektive? Aber das ist ja nicht jetzt das Problem. So, Lotto, du bist ja nun auch Profimusiker und ich habe, was wenige wissen und kaum glauben, Lotto ist einer der wenigen oder wenn nicht sogar der Einzige, der an 3 Tagen hintereinander die Colorline Arena mit 12.000 Leuten gefüllt habe. Ich war an 2 Tagen war ich da gewesen. Also das muss man erstmal nachmachen. Aber du bist ja, wie gesagt, jemand, der viel live macht und eine Band hast und du bist auch sehr sozial eingestellt und ich weiß auch, glaube ich, dass dir so das Wohlergehen deiner Musiker und der Crew am Herzen liegt. Ja. Wie ist das denn jetzt für dich und deine Leute in der Corona-Zeit? Ihr dürft ja seit einem halben Jahr keinen Live-Auftritt mehr machen, ihr dürft nicht spielen. Das muss ja brutal sein. Ja, das nicht nur vom Feeling her, sondern auch finanziell. Ja klar, wir haben alle normale Kosten, aber wir haben keine Einnahmen. Und das ist dann auch, das kann man eine gewisse Zeit, ist das halt so, jeder hat ein bisschen was gespart, aber irgendwann wird es natürlich auch ein bisschen duster. Ne? Und wir haben ein Konzert gemacht, tatsächlich ein Autokonzert gemacht im Autokino am Hafen, also an dem Kreuzfahrtterminal. Ja, das war längst nicht so schlecht, wie das einige gemacht haben. Wir haben es eigentlich auch gemacht, um wenigstens ein bisschen Geld zu generieren, auch gerade für die Crew und so weiter, und auch mal wieder zu spielen und auch um zu sehen, wie das ist. Dass man in 20 Jahren mal sagen kann, sag mal, habt ihr das auch gemacht, Corona-Konzert, lala, wir haben es tatsächlich gemacht. Das war auch ganz gut besucht. Und es ist natürlich ein bisschen skurril, weil die Leute hängen so halb aus ihren Autos raus und dann hupen sie am Ende des Stücks und dann liegt Hupe und so. Man denkt, um Gottes Willen, wie viel Jumpstarter gibt es, wenn die Batterien alle sind. Aber es ist längst nicht so schlecht, wie das einige Leute, die sowas nie gemacht haben, vorher gemacht haben. Es hat zum Beispiel den großen Vorteil, dass du natürlich eine riesige Bühne hast, weil du halt auch diese Leinwände hast. Du hast sehr viele Kameras. Wir sind eine 8-köpfige Band. Wir profitieren von großen Bühnen. Also uns hat das echt auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Also so schlecht, wie es einige vorher gemacht haben, war es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob man das sein Leben lang machen kann. Wahrscheinlich nicht, weil das, glaube ich, für die Leute irgendwann doof ist. Der große Vorteil dabei ist, aber du hast keine Lautstärkenbegrenzung, weil das wird ja über so einen Radiosender übertragen. Und die Leute können das in ihrem Auto aufdrehen, wie so laut, wie sie wollen. Wir haben ja sonst auch im Stadtpark immer das Problem mit der Lautstärke, wo wir nichts für können, sondern was einmal Auflagen sind, weil sie Wohngebiete. Genau. Und das hast du da natürlich nicht. Du musst nur um Punkt 22 Uhr Schluss, weil dann die Mitarbeiter der Kreuzfahrtschiffe, die wollen dann nämlich Ruhe haben. Und dann machst du leise und hörst auf und denkst du, es ist aus irgendeinem Grund genauso leise, genauso laut wie vorher, weil die ganzen Landstrom-Dinger da laufen. Man muss dazu sagen, das war am Terminal der Kreuzfahrtanleger gewesen. Genau, ich kannte diese Ecke gar nicht. Das ist im Prinzip, wenn man statt auswärts auf die Köbernbrücke fährt, von den Elbbrücken kommt, wo es links auf die Köbernbrücke geht, geht es rechts zu diesem Terminal. Also wer nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, kennt das nicht. Eben, das ist ja. Ich kannte das auch nicht. Wir haben einmal auf dem Kreuzfahrtschiff, wir haben schon dreimal gespielt, aber wir sind dann immer normal eingeschifft worden an dem anderen Terminal, was näher an der Stadt dran ist. Das ist ein Riesenareal. Das ist eigentlich für Konzerte sensationell, weil es natürlich auch eine tolle Aussicht ist. Hinter der Bühne sind die Kräne. Wir haben Glück gehabt mit einem tollen Sonnenuntergang und so. Das war richtig klasse.
Aber das war das Einzige, was wir machen konnten. Wann war das, welches Datum, weißt du? Das war irgendwann im Juni, glaube ich. Ach, das war ja gefühlt auch schon, ne? Ja, ja, ja. Und und das andere ist halt so, es gibt immer Leute, die sagen, ihr macht doch eine Platte, wo du sagst, nee, also jetzt nochmal 100.000 Euro ausgeben, das ist nicht unser Problem. Also Geld einnehmen wäre besser, nicht nur ausgeben. Und es ist auch im Moment so, ja, ich schreibe auch ein bisschen was für mich und für andere, aber es ist auch nicht so die Zeit, wo du gerne kreativ bist, weil es dich einfach echt irgendwann wahnsinnig macht, dass du so gar nichts machen kannst. Ja, kann das ich ist verstehen. Echt blöd. Kann ich verstehen. Aber es ist die Maßnahmen, wenn sie dann greifen, greifen ja auch. Wir müssen ja sagen, dass wir medizinisch in Deutschland bislang, toi toi toi, einigermaßen am Start sind. Nur was eben nicht funktioniert, ist die wirtschaftliche Auffangen. Das wird noch eine Katastrophe geben. Das wird also katastrophal werden. Wir freuen uns immer wieder, dich hier als Gast zu haben. Sehr gerne. Es war eine Freude, dass du da warst. Ich danke dir recht herzlich. Natürlich kommt jetzt die Überraschung. Und zwar der Kaffee. Und Lotto ist ja auch ein Filmschauspieler und hat einen Film gemacht, Der letzte Ludenkönig, hieß er so? Der letzte Lude. Ja. Und daraus haben wir sofort was Aristokratisch gemacht. Der letzte Ludenkönig, das ist der Kaffee, speziell für Lotto King Karl, Dankeschön. Der natürlich auch anderweitig zu bekommen ist, neben der anderen Linie von Domino Espresso, ja. Derby-Sieger und noch zwei andere. Aber der Ludenkönig, der passt für dich wie die Faust aufs Auge. Darf ich überreichen? Recht herzlichen Dank, dass du da warst. Applaus. Da ist das Ding. Okay. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir nochmal jemandem danken, der sonst eher abseits des Platzes ganz viel tut, damit die auf dem Platz vernünftig Fußball spielen können. In unserer Rubrik Kalles stille Helden. Bitteschön. Lieber Michi, 20 Jahre BU-Ehrenamt, davon 14 Jahre als Jugendleiter. Ich glaube, es ist Zeit, einmal Danke zu sagen. Danke für deinen Einsatz am Einlass. Michi, danke für alles. Danke, Michi Otto, dass du für jedes Problem immer eine passende Lösung parat hast. Danke für die beste Stadionwurst im Hamburger Amateurfußball. Kobaba, Micha. Anata wa sugoku subarashii. Grey no kami wo motte imasu ne. Danke, Michael. Danke für alles. Für deine Zeit, für deine Energie. Und für deine Hilfe. Danke für deine Tipps beim Tippkick-Spielen. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre mit dir. Und wenn auch ihr einmal jemandem Danke sagen wollt, dann schickt uns euer Video an sport@hamburg1.de. Okay, das war's von uns. Wir sehen uns wieder am ersten Montag im Dezember bei Kalles Halbzeit im Verlies und bleibt gesund.